Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Retterbox Unboxing Video Surplus. Das ist die Surplus Box für April. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Ich hab's irgendwie mit den Verpackungen hier. Das ist, war bei den letzten beiden Surplus Boxen, glaube ich, schon genauso. So, wenn ihr eine Surplus-Box haben wollt, so eine Retterbox, denkt ihr, das sind Abo-Boxen. Aber die haben, wenn ihr auf Surplus guckt, immer mal wieder so Aktionen. Erste Box für 1 € oder für 3 € oder irgendwie sowas. Also die könnt ihr da schon recht günstig schießen. Ansonsten, ja, Retterbox, gerettete Lebensmittel. Also Sachen, die kurz übers MAD hinweg sind oder kurz vor Ablauf des MAD sind. Oder Saisonware, die gerade nicht mehr aktuell ist, nicht mehr gefragt ist. Das alles findet ihr hier in dieser Retterbox. Ja. Und ich kriege die einmal im Monat und freue mich jedes Mal über die tollen und ausgefallenen Sachen, die da drin sind. Macht einfach Spaß. So. Hier vorweg. Teilen, liken, Glocke drücken, Abo machen und fein was unten in die Kommentare schreiben. Dann bin ich happy. Und ja. Nun geht er los. So, hier haben wir eine Mehrkorn-Brotbackmischung. Und zwar für 1 Pfund Brot. Man braucht auch nichts mehr dazu, nur ein bisschen Wasser. Und dann hat man ein Mehrkornbrot. Finde ich sehr gut. Gerade wo man jetzt sowieso kein Mehl mehr im Supermarkt kriegt, weil alle wie bescheuert Mehl kaufen, ist das doch mal ganz gut. Kann man sich sein Brot backen, ohne dass man Mehl braucht. So, weiter geht's. Kriegt das hier gar nicht raus. Dann haben wir von Reisfit. Ja, das ist, ich habe keine Ahnung, welche Sprache. Also 4. Ich denke mal, Kochbeutel soll es heißen. Das heißt hier 4 Torepki. Svase Siuda. Ich habe keinen Schimmer, was das für eine Sprache ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne unten rein. Da kann ich mir nicht mal was draus zusammenreiben. Weil man hat man das, wenn man welche Sprachen liest. Oder hört, die man nicht kennt. Das war zumindest so, wenn es aus dem gleichen, ich sage es mal, Sprachstamm kommt, sich das irgendwie zusammenreihen kann, was das sein soll. Wenn man als Deutscher jetzt Niederländer hört, dann sagt man auch, okay, das und das könnte man sich so und so zusammenreihen. Hier habe ich irgendwie so gar keinen Schimmer. Aber, okay, es sind wohl 4 Kochbeutel Reis. Ja, kann man immer mal gebrauchen. Wir essen relativ wenig Reis, aber das wird ja auch nicht schlecht, ne? So, weiter geht's. Und wieder eine Plastiktüte. Und es sind, ja, schön. Von Daily Sun Wraps. Die sind ja bei uns immer ganz schnell durch. Also wir hauen die ja auf den Opti-Grill und dann schön gefüllt. Machen unsere Wraps davon. Geil, kann man immer gebrauchen. So, wir machen mit einem Glas weiter. Von Hengstenberg 1876 Spicy Burger Chips. Gurken. Spicy, also scharf gewürzte. Hatten wir schon mal drin. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich hatte irgendwie noch nicht so den Drang, irgendwie meine Sandwiches oder Burger zu machen. Aber wenn, werden sie auf jeden Fall getestet. Und so Gurkendinger ist eigentlich immer gut. Hält ewig. Und wenn sie so ein bisschen Schärfe haben, kann ich mir das auf einem richtig schönen Burger oder Cheeseburger gut vorstellen. Ein bisschen Würze mit rein. Vor allem im Geschmack mit der Gurke. Das ist, glaube ich, eine scharfe Gurke. Bestimmt geil. Weiter geht's. Wieder ein Glas. Okay. Wir haben ein Glas, wo nichts draufsteht. Ja, von der Farbe her Tomate, Paprika, irgendwas.
Vielleicht irgendein Pesto oder eine Soße. Wird bestimmt da auf irgendeinem Zettel draufstehen, was es ist. Ah ja. Mai Müsli. Gratis statt 12,90 €. So, was haben wir denn hier? Sicher dich jetzt dein gratis Probierpaket mit 6-mal Bio-Müsli im Wert von 12,90 €. Gratis Probierpaket sichern und Bestellwert erreichen und liefern lassen. Okay. Das geht mal in den Müll. Wenn jemand bei MyMüsli ein Paket mit 6-mal Bio-Müsli gratis haben möchte, da oben habt ihr den Code drauf. Müsst ihr sonst einmal kurz auf Pause machen und dann könnt ihr euch den abschreiben oder abfotografieren oder wie auch immer. Und dann könnt ihr euch für 12,90 € bei MyMüsli was bestellen. Ich brauche das nicht, weil ich habe in den Boxen immer so viel Müsli drin. Das reicht noch für Jahre. So. Oh. Das ist meine Frau. Chips. Olivers Dinner Chips. Okay. Es gibt ja Chips mit den merkwürdigsten Geschmacksrichtungen. Diese hier sind, obwohl sie nicht danach aussehen, Haxe mit Sauerkraut. Ja. Geil. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die hier in der Retterbox sind. Haxe mit Sauerkraut. Ja, was steht hier drauf? Okay, für noch mehr Aroma soll man den Beutel einmal kurz aufreißen und die Chips in eine geeignete Schale. Ich habe gesalzen. Ja. Niemand da heute. Und dann 10 bis 20 Sekunden erhitzen bei niedrigster Wattzahl, weil ansonsten steht ihr bei, verbrennen sie oder brennen sie an. Ja. Auch das ist mal wieder ein Produkt für Instagram. Ich werde sie testen. Ich glaube nicht, dass ich sie vorher heiß machen werde. Aber Chips mit Haxen und Sauerkraut. Ja, was es nicht alles gibt. So, das eine Fach ist leer. Einfach haben wir noch. Yeah! Nudeln. Torschietti. Okay. 250 Gramm Nudeln. Finde ich gut. Nudeln verbrauchen wir relativ viel. Das heißt viel häufig und das passt dann immer ganz gut. So, dann haben wir, ja, wie schon in den letzten beiden Monaten, vegetarische Suppenklötzchen. Denn ich habe sie noch immer nicht probiert. Weil wir machen nur nicht so viel Suppe. Aber jetzt habe ich schon 3 Dosen davon. Dann wird das wohl eine klößchenlastige Suppe. So, dann haben wir von Flores Farm Demeter geröstete Haselnüsse. Nüsse habe ich jetzt auch schon relativ häufig da drin gehabt. Ich mag Nüsse, aber so viel wie wir da haben, in letzter Zeit esse ich eigentlich so gut wie gar keine Nüsse. Müsste ich vielleicht mal wieder mit anfangen, und damit ich die auch mal alle wegkriege. Aber Nüsse ist gut. So, dann haben wir, oh ja, wieder den Knödelkult. Diesmal haben wir Semmelknödel mit Petersilie im Glas. Quasi den Teig, und dann kann man sich den hier aus dem Glas rausstürzen, in Scheiben schneiden und anbraten. Und dann hat man gebratene Semmelknödelscheiben, in diesem Fall mit Petersilie. Wie gesagt, ich finde das Prinzip cool im Glas, finde ich nachhaltig, finde ich gut. Aber ich habe es immer noch nicht getestet. Ich habe da schon 1 oder 2 Gläser von, muss ich definitiv machen. Und dann schauen wir doch mal. So, weiter geht's. Yamalu Harmony. Ach ja. Mandelcreme mit Arganöl. Hat ein bisschen auf der Seite gelegen, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt habe ich die Mandelcreme quasi auf der Seite und das Arganöl hier. Ja, eine Mandelcreme als Brotaufstrich, wie auch immer. Muss man mögen.
Mein Fall ist es jetzt nicht so. Aber okay. Auch dafür werde ich bestimmt jemanden finden. Ha. Ja. Haferflocken. Körnige Haferflocken. Kernige Haferflocken. Das ist gut. Haferflocken kann man mal gebrauchen. Isst meine Frau zwischendurch ganz gerne. Die gehen so mal weg. So, was haben wir denn? Ein Glas Langbeins Daily Mean Kürbis Mango. In der letzten Box war, glaube ich, auch eine Suppe von Langbeins. Die hat meine Frau probiert. Sie sagte, die war ganz gruselig. Also die war wohl nichts. Das war, glaube ich, irgendwas mit Süßkartoffel. Hat wohl gar nicht geschmeckt. Wir schauen mal, wie Kürbis Mango schmeckt. Ansonsten, so kleine Dinger, wenn man mal abends irgendwie eine Kleinigkeit braucht, finde ich die super. So, wir haben eine Flasche. Arizona Iced Tea with Peach Flavor, ein Pfirsich-Eistee. Arizona habe ich vor Jahren mal getrunken. Also, das heißt getrunken, ja, mal probiert, ne? Dann auch schon ewig nicht mehr. Gespannt, wie er mir schmeckt. Pfirsich-Eistee, eigentlich voll meins. Meine Frau mag das gar nicht, aber ich finde Pfirsich-Eistee gut. Werde ich probieren. Das ist definitiv was für mich. Es sei denn, das schmeckt so extrem künstlich, dann geht er wahrscheinlich in den Auskuss. So, dann haben wir hier was Kleines. Ah, von Alpro Cooking Oat. Das nehmen wir tatsächlich gerne zum Kochen. Also wir würden es jetzt so nicht kaufen, aber wenn es hier drin ist, zum Kochen, anstatt Fett quasi das Zeug dazu geben oder für eine Soße, geil, kann man gut nehmen. Ich glaube, meine Frau und das mal als, ballert das irgendwie in eine Soße mit rein. Ja, von Katjes eine Schokjes, vegane Schoki mit Haferdrink. Die vegane Schokolade von Katjes, ja, man kann sie essen. Aber geschmacklich muss ich sagen, fehlt mir da irgendwas dran. Also ich bin eigentlich eher so der, wenn ich Schokolade esse, eher so Richtung Vollmilch. Und an dieser Schokiste fehlt mir irgendwie was dran. Also ich hatte die mit Orange und ich hatte sie mit noch irgendwas. Ich glaube mit Vanille oder so. Spicy Vanille, glaube ich. Ja, ich will es mir nicht kaufen. Also man kann sie essen, gar keine Frage. Aber es ist so, irgendwas fehlt halt. Und ich mag schon keine Hafermilch. Wenn ich jetzt lese, dass die mit Haferdrink ist, ich werde sie probieren, aber ich glaube, ich werde nicht begeistert sein. So, was haben wir hier? Biorinatura Sesambar. Mal wieder. Ja, das ist einfach nur. Kurkuma Ingwer. Die könnten echt lecker sein. Also generell mag ich diese Sesam. Dinger, diese Riegel. Ist so, wenn man so auf der Arbeit mal eben so Kurzzeit hat, irgendwie zwischendurch ein bisschen was reinpfeift, was ein bisschen Energie bringt, sind die Dinger gut. So. Eine Sache haben wir noch. Und das ist das, was eigentlich immer drin ist. Wir haben Erdedrink. Von Drück. Plantenbasiert. Ja. Also haben wir hier ein Milchersatzprodukt quasi, auch für Barista geeignet. Das halte ich für ein Gerücht. Pflanzenbasiert, ich frage mich nur, aus welcher Pflanze. Also es ist dänisch, ich kann leider kein Dänisch. Ich gucke, ob ich da irgendwie. Jo. Nö. Keine Ahnung. Also ich könnte vielleicht Erbsenmilch sein oder so. Ich bin da sehr skeptisch. Wenn da drauf steht, Barista Edition. Ich habe das bis jetzt noch bei keiner Ersatzmilch gehabt. Oder Ersatzmilch nicht. Bei keinem Milchersatzprodukt. So, dass wenn ich mir damit einen Cappuccino gemacht habe, ich einen wirklich schönen Schaum gehabt habe, der irgendwie an so eine 3-5er Milch rankommt. Eigentlich eher so wesentlich weniger Schaum und der fällt schnell zusammen. Da steht der Barista drauf und kostet auch noch extra Geld. Finde ich mal ein bisschen enttäuschend. Und geschmacklich muss ich sagen, ich hatte schon mal eine Erbsenmilch und die war gar nicht meins. So, aber es ist ein Erbsendrink, Barista. Steht hier dann auf dem Zettel drauf. Ja, das Risfit, das war halt hier der Reis. Ich meine, gut, das erkennt man an dem Bild, ne, dass das Reis ist.
Dann haben wir wieder die Kochcreme, die von Alpro, weil das ist ja auch wieder nicht auf Deutsch drauf. Okay. Also das Glas, wo nichts drauf ist. Ich habe hier zwei Sachen drauf stehen. Entweder habe ich hier jetzt Bio-Paprika-Cashew-Aufstrich oder in 180 Gramm oder 120 Gramm, das glaube ich eher, dann ist das ein Bio-Paprika-Cashew-Pesto. Jo, warum nicht, ne? Paprika, Sonnenblumenöl, Paprika-Rot, Sonnenblumenöl, Paprika-Gelb, Sonnenblumenkerne, oh, ich habe es heute echt, Cashewkerne, Wasser, Reismehl, Zwiebeln, Apfelkonzentrat, Kartoffelpulver, Sesam, Meersalz, Knoblauch, Zitronenkonzentrat, Maisgrieß, Zitronenschalenpaste, Rübenzucker, Zitronenschalen, Wasser, Zitronensaft, Zitronenöl, also daraus ist die Zitronenschalenpaste. Und dann halt noch Gewürze und aus kontrolliertem biologischem Anbau. Ja. Ein Pesto. Schön. Das war die Surplusbox. Ich finde es so gut. Gut, es ist immer so ein Milchersatzprodukt damit bei. Wie gesagt, ich habe noch keins gefunden, was mir schmeckt. Oder wo ich sage, okay, das würde ich jetzt nehmen und anstatt Milch. Wobei man hat mir ja gesagt, ich soll es mal mit Müsli probieren und nicht immer nur im Kaffee. Das werde ich damit machen. Ich werde mir damit Müsli machen, werde diese Erbsenmilch nehmen und gucken, wie es mir schmeckt. Wie gesagt, das können wir gut gebrauchen. Da bin ich gespannt, ob die schmeckt. Die letzte soll ja nicht so gut gewesen sein. Alles andere kann man auch gut gebrauchen. Brotbackmischung, Nudeln, die Wraps sowieso. Haferflocken. Da bin ich gespannt, wie die wohl schmecken. Jo. Ansonsten wieder viel zum Probieren. Und ich freue mich da schon drauf. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn das Video gefallen hat, ich freue mich über jedes Like, über jedes Abo, über jeden Kommentar. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.